Ich heiße Jonathan Kraus, bin 23 Jahre alt und bei TUIKraft zuständig für den Bereich LMD. Ich bin der Florian Schlund, bin Projektleiter für LMD bei TUIKraft. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. TUIKraft ist Dienstleister in verschiedensten Bereichen. TUIKraft hat eine Zerspanung, TUIKraft ist im Spritzguss tätig, TUIKraft hat die additive Fertigung mit dem Pulverbett und jetzt mit der Fertigungstechnologie, die ich betreue, der Pulverdüse bzw. LMD. LMD steht für Laser Metal Deposition. Das ist eine neue Technologie im Bereich Additive Manufacturing. Das Schöne jetzt hier bei TUIKraft ist, dass ich die Möglichkeit bekomme, das Thema LMD bei TUIKraft zu integrieren. Großer Vorteil des LMDs ist zum Beispiel, beschädigte Bauteile wieder zu reparieren. Man kann an den beschädigten oder verschlissenen Stellen Material wieder auftragen. Man hat aber auch die Möglichkeit, unter anderem hybride Bauteile herzustellen. Das heißt, zwei verschiedene Materialien miteinander verschweißen. Das Schöne ist auch bei TUIKraft, dass man keine Nummer ist. Und man kann sich verwirklichen, sich ausleben und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Das gehört zu unseren Kernphilosophien, jungen Menschen eine Möglichkeit zu bieten, die Talente zu fördern. Und ganz klar, unser Slogan ist, wer kann und will, der darf. Unser Chef kommt nach Feierabend bei uns an der Maschine vorbei, informiert sich über den aktuellen Stand. Wir bekommen hier sehr viel Rückhalt und viel Verantwortung, aber auch Vertrauen von der Geschäftsführung. Jeder kann mich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, jeder hat mal Mobilfunknummer. Und das ist eigentlich mein Selbstverständnis auch als Geschäftsführer des Unternehmens. Es macht viel Spaß, mit dem Flo zu arbeiten. Und das ist das Gute, dass wir zu zweit sind. Da denkt der eine in die Richtung, der andere in die Richtung. Am Ende kommt das Perfekte raus, dass man wirklich richtig wieder abschalten kann. Macht man auch vielleicht mal kurz einen Kicker. Oder wir haben in der Kantine eine Playstation-Ecke. Da kann man dann mal kurz eine Runde gegen den Kollegen Playstation spielen und sich ärgern, wenn man verliert. Wir haben eine Idee, wir wollen es umsetzen und dann geben wir alles dafür, bis wir das Ergebnis erreicht haben. Und so kommt man am Schluss von der Idee zum Ergebnis und somit auch zum Erfolg.